Hallo und guten Abend aus dem Palacio Real der Boxarena im Madrider Campo del Noro. Wir stehen hier vor dem absoluten Highlight des heutigen Tages aus deutscher Sicht. Des Finales, des einzigen Finales mit deutscher Beteiligung. Jürgen Wenzmann, der sympathische Sportsmann aus Bremen, genauer gesagt aus Delmenhorst bei Bremen, steht vor dem wohl größten Kampf seiner Karriere. Sein Gegenüber ist der klar favorisierte Brasilianer Musaru Pisinho, der alle Vorkämpfe durch K.O. gewann und schon durch seine virile Statur, möchte ich sagen, geradezu übermächtig erscheint. Aber wie immer dieser Kampf ausgeht, Jürgen Wenzmann hat Silber sicher. Die beiden Kontrahenten sind bereits im auf 1,50 m x 1,50 m verkleinerten Ring und warten auf den Gong. Ich denke, es war eine gute Entscheidung, den Ring zu verkleinern. Das haben die Vorkämpfe gezeigt. Attraktives Fighting war da zu sehen. Denn eine defensive Kampfeinteilung ist eben aufgrund des kleineren Ringes kaum noch möglich. Sie haben es gehört? Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Das war der Gong, die erste Runde. Und einzige Runde läuft. Gleich zu Beginn muss Jürgen Wenzmann die schwereren Treffer hinnehmen. Der Brasilianer haut mit der knallharten Rechten genau auf die 12 von Wenzmann, während der Deutsche es mit Haken an Hals und Kopf versucht. Die Treffer Musaru Pisinho sind klarer, sind härter. Aber er wehrt sich, der Dieselflinke Delmenhorster. Beide Fighter haben ihre Deckung ganz offen und versuchen Punkte zu machen. Wir zählen 11, 12 Treffer bei Pisinho und 7 bei Wenzmann. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, Jürgen. Gut zu Jürgen. Wie scheitert Wenzmann jetzt die Taktik ein wenig geändert? Der schlägt im Moment in die Nieren und in den Magen des Brasilianers, der weiterhin voll auf den Kopf haut. Jawohl! Jawohl, das hat der Linienrichter jetzt gut erkannt. Der unterbricht und verwarnt Musaru Pisinho, denn dieser hat mit der Faust von oben auf den Kopf gehauen. Und das ist nach dem Reglement nicht erlaubt. Weiter geht's, Wenzmann trifft die Nieren des Brasilianers. Der Schwierigkeit hat den etwas geduckt boxenden deutschen Regelrecht erwischen. Dennoch, nach Punkten liegt er vorne. Mit jetzt 34 klaren Treffern gegenüber 21 bei Wenzmann. Hey, hey, mein lieber Mann, jetzt muss der Jürgen noch mal schwer einstecken. Im Moment kommt die Aufwärtshaken des Brasilianers voll ins Ziel. Noch 15 Sekunden. Halt durch, Jürgen. Treffer 41, Treffer 42. Halt durch, Jürgen, noch 4 Sekunden. Jawohl, er hat es geschafft. Der einzige Boxer, der hier nicht gegen den bulligen Brasilianer K.O. gegangen ist, heißt Jürgen Wenzmann aus Delmenhorst. Und trotz dieser Niederlage, die, meine Damen und Herren, aller Ehren ehrt ist, gewinnt Jürgen Wenzmann Silber. Silber für Deutschland. Gratulation. Wir gehen kurz zurück ins Stadion Ino Camp zu Hans-Gerd Rubeleit und Sven Baumann. Und ich hoffe, dass wir den Jürgen nachher noch zu einem Interview empfangen können. Aber erstmal rufe ich Nukom, Hans-Gerd Rubeleit, bitte kommen.